Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Reaction gemeinsam mit Kahn. Wir schauen uns heute mal wieder Roblox-Shorts und andere Shorts an und reacten da drauf. Ich freue mich sehr. Ja, let's go. Ich freue mich auch. Hier direkt das erste schon wieder viel. Wenn ich das schon sehe. Schon wieder vielversprechend. Ich liebe den Typen. Jetzt mach! Wer ist das denn? Das ist Alexander, der reiche Sohn des Grafen. Ich hasse Reiten. Aber wieso? Meinem Vater geht's nur ums Gewinn. Komm mit. Schneller, Liberty. Du hast mich daran erinnert, was Reiten wirklich bedeutet. Liberty ist zu alt geworden. Sie wird nächste Woche an den Grafen verkauft. Vater, das kannst du nicht tun. Sie ist meine beste Freundin. Solange sie keine Turniere mehr gewinnt, wird sie zu teuer. Gib mir noch eine Chance. Laura. Bitte. Na schön, ein Turnier und nicht mehr. Wir schaffen das, so wie damals. Klares Foul. Es tut mir leid, Laura. Wartet. Alex? Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Er wird die Kosten übernehmen. Liberty kann auf Reiterhof Regenbogenpups bleiben. Ich fass es nicht. Ich kann nicht. Ey, jetzt mal ganz kurz. Eigentlich voll die schöne Geschichte, muss man sagen. Das ist original Bibi und Tina. Es ist voll die schöne Geschichte. Aber warum gibt es immer bei, wenn es um Reiten geht und Pferde, warum gibt es immer einen Grafen? Ja, weil Pferde halt übel teuer sind. Ja, aber immer ein Graf. Also ja, muss das also. Aber der aber, Graf ist halt auch so. Sehr, sehr gut geworden. Das ist halt wirklich so ein richtiges Bibi und Tina-Ding, ne? Also da gab es damals so ein Zeichentrickfilm, ja, ich hab aber gerne geguckt. Ist so dieser geil. Crash von den Pferden, der war schon sehr heftig, ja. War schon ein bisschen Fast and Furious-Style. Ich krieg jedes Mal so, ich kann nicht auf dem Typen, der ist so witzig. Okay, next. Leute, der Typ baut wieder was mit Schokolade und eigentlich sollte ich jetzt Mathe lernen, aber stattdessen schauen wir uns lieber das TikTok an. Und ey, diesmal habe ich es mir wirklich noch nicht angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Boah, das ist auf jeden Fall kein Tischkicker wie gestern. Oh mein Gott, die haben ein riesen Osterei gemacht. Das ist kein... Okay, das war's mit dem Osterei. Alter, das wird ein Wal. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Delfin? Oh mein Gott, das ist mein Wal. Wal. Oder? Ey, Leute, ja, wenn das jetzt wirklich ein Wal ist, dann fühle ich mich aber krass, weil ich es jetzt schon erraten. Okay, vielleicht war das auch nicht so schwer, ich weiß es nicht. Ja, Leute, das ist ein Wal. Oder die heißen doch Wal. Oder ist das Delfin? Nein, das ist kein Delfin. Ich kann Delfin und Wale nicht unterscheiden, es tut mir leid. Die sehen irgendwie gleich aus für mich. Guck, das könnte ein Delfin und ein Wal sein. Das ist ein Wal. Das könnte auch irgendein anderes Meerestier. Ich kenne mich mit Meerestieren nicht aus. Das ist ein Wal. Ich weiß auf jeden Fall, dass es keine Giraffe ist und das reicht mir dann auch. Voll geil. Ich liebe ja so Schokoladen. Ja, also krass. Ja, also es gibt auch bei, ich glaube, bei Netflix oder so gibt es auch so eine Show, wo die halt mit Schokolade und sowas machen. Also ja, auch so richtige Kunstwerke. Und ja, daran hat mich das so krass erinnert. Und ja, es ist halt krass, ne? Also, ja, es sieht schon echt heftig aus. Aber ich denke also mir dann immer, wer ist dann die Person, die dann da so hingeht und sich dann so die Flosse abschnippt und isst? Ja, also, ich wollte gerade sagen, also ich könnte das, glaube ich, nicht essen. Nicht auch nicht, ich hätte einfach Panik. Ich würde es trotzdem machen. Dass wir wären die Personen. Also ich würde wahrscheinlich da so stehen und mir so denken, oh, es riecht so geil nach Schokolade. Also wenn wir jetzt zusammen irgendwo auf einem Event wären, da würde so ein Wal stehen. Ich würde die ganze Zeit jammern, dass ich unbedingt so ein Stück von diesem Wal essen will. Und du würdest sagen, ja, dann hol dir doch was. Und ich würde sagen, nein, das kann man doch nicht machen. Und irgendwann würdest du dann aufstehen und sagen, oh, Mädchen, und so ein Stück holen. Schokolade. So würde das ablaufen. Ja, könnte sein, aber wird schon mal nicht passieren, weil wir zusammen sowieso nicht auf ein Event gehen werden. So, Entschuldigung, weil ich nicht zu Kahns High-End-Events eingeladen werde. Luke und ich sind beste Freunde, seit wir 3 Jahre alt sind. Na, warte. Hey. Unser ganzes Leben lang waren wir unzertrennlich. Alles schien perfekt. Wäre da nicht Lukes Bruder, Noah. Hast du Lust, am Sonntag zu meinem Spiel zu kommen? Ja. Du bist anders als die anderen. Läuft da was zwischen dir und Noah? Oh Gott. Luke! Du stehst auf sie, oder? Du wirst immer nur den lustigen Freund in mir sehen, oder? Ich will unsere Freundschaft nicht verlieren. Ich hab dich immer schon geliebt. Ich bin nicht der Bad Boy, für den mich alle halten. Ich muss meinem Herzen folgen. Manchmal muss man sich entscheiden. Luke und ich sind best. Ey, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Kannst du mal einen anderen Tab vielleicht öffnen und gucken, ob es diese Lache von ihm in so einem Loop gibt? Ja, gibt's auf jeden Fall. Ich möchte das mal unbedingt sehen. Ja, warte. Mach ich natürlich sehr gerne.
aber das ist passend zur Musik, das ist schon wieder was anderes. Okay. Ja, also diese Lache, das ist schon einsame Spitze. Drei Rechte, die nur jüngere Geschwister haben. Dein kleiner Bruder darf komplett simulieren, wenn du ihn nur leicht berührst. Gib mir den Controller zurück, Timmy. Nö. Na, warte. Was hast du mit ihm gemacht? Gar nichts. Nur dein kleiner Bruder darf sich mit diesem völlig übermächtigen Tretrick verteidigen. Du kleine Ratte, hast meinen Spielstand überschrieben. Aber ich wollte auch mal God of War und Forbidden West spielen. Was, das auch noch? Komm her! Oh, man kriegt ihn einfach nicht zu fassen. Und dein kleiner Bruder darf all das, was du nie durftest. Hey Mama, ich bin mal raus. Okay, wann kommst du wieder, mein Schatz? So um 10, vielleicht 11. Okay. Alter. Ach so, und hast du noch Geld? Ja klar, Schatz. Du möchtest bestimmt in John Wick 4 gehen. Nee, der Exorzist. Ach, den kenne ich von früher. Hier hast du 30 Euro. Alter. Drei Rechte, die nur jüngere Geschwister... Ja, also, ich muss sagen, das mit dem Treten, das ist wirklich OP. Ja, also, wenn man das so rausgeholt hat, das war einfach unfair, muss man sagen. Und konntest halt nichts mehr tun. Du hast das halt macht man auch nicht. Sich gekriegt. Das macht man auch nicht. So. Gut, ich muss halt sagen, dadurch, dass ich, ja, also ich bin der Jüngste bei uns, ich habe noch eine ältere Schwester, kann ich mich da jetzt nicht so beschweren. Du hast also getreten, ja. Ja, das auch, aber auch alles andere. Ich versuche jetzt einfach mal alle Sprachen zu sprechen, die ich kann. Also einmal Deutsch, das spreche ich ja gerade. Then English, like I can only speak a little bit English. I'm learning it at school, but my accent is really bad. Like you can hear that I'm from Germany. Ma français est très mais mauvais. Mein Französisch ist sehr schlecht, wollte ich sagen. Ich kann doch nicht mal das sagen. By the way, ich habe Französisch seit 6 Jahren in der Schule und kann es um meinen Cent trotzdem nicht. Dann kann ich außerdem noch ein klitzekleines bisschen Russisch. Привет, меня зовут Дани. Как дела? Das heißt, wie geht's? Ich finde das Wort so lustig. Außerdem kann ich noch ein bisschen Chinesisch, beziehungsweise ich glaube, das heißt Mandarin. Irgendwas? Entschuldigung, mein Allgemeinwissen ist New Boy. Ni hao ma, ni xie yige pingo. Außerdem kann ich noch ein ganz bisschen Japanisch. Arigato gozaimasu, kawaii. Das war's. Und natürlich noch Koreanisch. 저는 한국말을 조금 할 수 있습니다. 왜냐면 한국 학교에 다니고 있고요. 제 엄마가 한국에서 오거든요. 그래서 조금 배우고 있어요. Also, das spricht sie obviously sehr fließend. Strong. Ja. Strong. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Effekt war oder ob das nur bei mir so ein bisschen gebackt hat. Ich weiß es nicht. Es ist halt ein Edit. Ich glaube, es sind die ersten Versuche, also alles gut. What? I want a bowl of chili. Okay. Brookhaven. Ich schwör dir, Brookhaven ist ein anderer. Ist einfach anders. Immer. Oh, I can make it at home. Jetzt ernsthaft? Oh. What is das this? Ist ein Apfel! It's chili! Okay. Also diese 30 Kunden komme ich auch nicht mehr zurück. Nie wieder kriegst du die zurück, ne. Sorry, ist Danke. Nicht. Danke. If you're broke with no Robux, clap your hands. If you're broke with no Robux and you really wanna show it. If you're broke with no Robux, clap your hands. If you're broke with no Robux, like this video. Das geht mir zu weit. With no Robux, subscribe. If you're broke with no Robux, but you really want some Robux. If you really want some Robux, like, comment, subscribe. If you're broke. Können wir drüber reden, also dass das bei 352.000 Leuten funktioniert hat? Ja, also ich habe auch mit, ich habe auch mitgeklatscht. Ich weil auch. Ich bin auch broke. Broke with no Robux. Ich habe auch geklatscht. Alles andere kann ich ja gerade nicht. Ja, das stimmt, das kann nur ich.
So, das Müsli, das Obst, der Kuchen, die Pancakes, das Gepäck, die Zeitung. Ja. Oh, natürlich, der frisch gepresste O-Saft fehlt noch. Dein Frühstück ist fertig. Kann nur ein Stück nehmen. Ja, wirklich so ein Croissant und dann raus. Kaffee to go. Natürlich. Morgen, Mami. Auf zur Schule mit dir. Bye, Mami. Bye, Babe. Ach, meine Jungs. So. Oh Mann. Oh, es passt, es passt. Es ja, aber das ist perfekt. So klassisch. Also, es passt, ja. Man kennt es. Aber die Reaktion Wer darauf war sehr gut. Ja. Lustiger. Alexa oder Siri? Oh. Alexa, erzähle mir ich einen... Ich kenne meine Mitbewerber nur vom Hörensagen. Stopp, Alexa, stopp. Alexa, erzähle mir einen Witz. Was ist der lustigste Buchstabe im Alphabet? Das J, weil dahinter das K lauert. Also ich weiß, bin ich zu blöd oder checke ich dir? J, weil dahinter das K lauert. J, K, J, K, weil dahinter das K lauert. Ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Ich verstehe es auch nicht. Okay, jetzt Siri. Erzähle mir einen Witz. Genitiv ins Wasser, weil's Dativ ist. Oh, der ist gut. Der ist gut. Das war aber dieses Witz, dass du den ersten verstanden kannst. Also ich weiß halt nicht, ob vielleicht hinter das J, weil das K laut. Also es könnte auch sein, dass nicht der Buchstabe K gemeint ist, sondern das Auto aus dem Englischen. Aber witzig aber ist es dann doch dann nicht. Witzig? Also witzig ist es trotzdem nicht. Ja, nee. Danja, sorry, deine Witze sind jetzt auch nicht witzig. Die versteht man wenigstens. Nicht immer. Mach Hat weiter. Hat jemand in den Kommentaren verstanden? Um den Karlauer, ein wenig gestreichter Witz, meist in Form eines Wortspiels. Ah, okay. Okay, okay, doch nicht das Auto. Okay. Du kannst dieses Video nur sehen, wenn du ein Gehirn hast. Du hast eins, perfekt. Aber warte mal, du könntest ja auch lügen, wenn du wirklich so intelligent bist. Was ist dann das hier? Wenn du dachtest, dass es eine Pistole ist, dann liegst du absolut richtig. Okay, Spaß. Aber mal ernsthaft, nur wahre Genies können ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen, bevor ich explodiere. Warte mal. Ah! Oh, oh, du bist ganz schön schnell. Aber nur die wahren Profis wissen, wie viele random Emojis in diesem Video vorkamen. Oh nein, nicht schon wieder irgendwas mit Emojis zählen. Ja, ich hab versucht, zu achten, aber ich glaube, diesmal sind es diese Sadie-Emojis. Ja. Ich glaube, es waren wieder drei, aber ich bin mir nicht sicher. Fünf, okay. Alles klar, dann waren es fünf. Der holt mich voll ab, Mann. Gar nicht, gar nicht. Warte, stopp, 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 stopp. Wenn da jetzt wieder, sowas kommt wie, ich will aber, dass du abonnierst, ich will, dass du ein Like gibst, also dann war's das hier. Komm, mach weiter. Ich sag Bapo wieder. Ja, ich glaube auch. Ich glaube Aberok. Ich glaube Bapo. Was sagst du? Ich glaube keiner. Meinst du keiner? Vielleicht auch einfach beide. Keiner. Boah, ich glaube, das macht keiner von beiden. Doch, ich sag Aborg. Gute Frage. Keiner? Babo vielleicht? Aber auch, sag ich. Ja, ich auch. Was ist das denn wieder für eine Frage, Mann? Oh. Aber ist das dein Ernst? Kahn, wer von uns beiden würde eher aus einem Gartenschlauch trinken? Du oder wir ich? Beide. Wir beide. Oder hättest du ein Problem damit? Aus dem Gartenschlauch, also aus unserem nicht, weil das hier kein Trinkwasser ist aus dem Gartenschlauch. Aber wenn es Trinkwasser ist, trinke ich auch aus dem Gartenschlauch. Ey, guck mal, er hat gewartet bis zum Schluss. Gib ein Like. Ja. Hab ein Abo dagelassen, will aber dafür... So.
Cool. Weiter geht's. Ich habe meinem Crush etwas zu Ostern geschenkt und das Ding ist, er hat mir auch was geschenkt, obwohl ich dachte, man schenkt sich eigentlich nichts zu Ostern. Deswegen war ich richtig überrascht, weil ich dachte, ich bin alleine cool, weil ich ihm nur was schenke. Das einzige Problem war, dass ich nicht rechtzeitig fertig geworden bin, weil ich halt lernen musste und ich hatte schon alle Sachen besorgt gehabt und dann hat er mir einfach was geschenkt und das sieht jetzt einfach so aus, als würde ich das jetzt nur machen, weil er mir was geschenkt hat, obwohl ich es davor schon geplant hatte, okay? Ich finde es einfach auch richtig blöd, dass meine ganzen Stifte im Zimmer nicht funktionieren, deswegen musste ich andere benutzen und der hat einfach so ekelhaft gemalt, aber wir müssen jetzt einfach mal improvisieren. Ich habe einfach mal so getan, als wäre es absichtlich, dass das alles so ein bisschen unordentlich gezeichnet ist, obwohl es einfach nur dieser blöde Stift ist und ich keine andere Wahl hatte. Für die Leute, die nicht ganz gecheckt haben, was ich hier gerade mache, ich habe eine Schokoladenbox besorgt und da möchte ich jetzt halt einfach ein Bild draufkleben, damit es auch ein bisschen selbstgebastelt ist und nicht so langweilig. Und ihn habe ich als Bär gemalt und mich als Maus, ist so ein Insider von uns, das muss man jetzt nicht verstehen. Und ich habe nicht mal den Preis abgemacht, weil ich es aber vergessen hatte, der war auf der Rückseite, das war richtig peinlich. Aber egal, er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, nur leider glaubt er mir immer noch nicht, dass ich schon vorhatte, bevor er mir was geschenkt hat. Okay. Ja. Also ich finde es auch witzig, dass sie sagt, ich habe meinen Crush und da steht, ich habe Minecraft. Wo steht, ich habe Minecraft? Ach so, da oben. Oh, bei den Untertiteln oder Obertitel in diesem Stimmt. Fall. Stimmt, geil. Ja, also was mir aufgefallen ist, sehr gut gemalt oder ja, gezeichnet. Ja, voll. Also richtig, richtig gut. Bro, Itona will ein 1 gegen 1 in Mario Kart und nicht im Real Life. Leute, ihr versteht's nicht. Selbst wenn es in Mario Kart ist, habe ich Angst, dass ich ihn irgendwie aus Versehen mit einer roten erwische und er mich dann auf der Gamescom sucht und findet. Viel Glück dabei. Ich kenne sie beide nicht. Kennst du die? Ich auch nicht. Das ist das Problem. Aus dem Grund viel Glück dabei. Drei weitere Rechte, die nur dein Vater hat. Nur dein Vater darf fürchterliche Klamotten anhaben. Hey, bist du fertig? Ja, wir können los. Willst du wirklich so ins Kino gehen? Hä, so war ich doch auch auf deiner Hochzeit. Ja, und der Priester hat gefragt, ob wir für diesen Abendmann spenden können. Was? Ach, nix, komm. Okay. Dein Vater darf mit dir immer die Mathehausaufgaben machen. Zum letzten Mal A² plus B² gleich C². Was verstehst du daran nicht? Wie soll das denn Dreieck ergeben? Bist du dumm oder so? Ich bin gar nicht dumm. Und dein Vater darf extrem laut niesen. Oh, irgendwie ganz schön kalt hier bei dir. Findest du? Ich geh mal weiter in die Ecke, da sind wenigstens 90 Grad. Oh Mann, der Joke. Oh Gott. Oh, es geht wieder los. In der Ja, sehr gut. Wir haben 0 Euro für dieses Booster bezahlt und jetzt schauen wir mal, ob es sich lohnen wird oder nicht. Das hier ist das Kamisin und Purpur Base. Upsa. Mit super vielen tollen Karten. Wir fangen hier einmal an mit der Codekarte. Das wurde mir in die Fanpost zugeschickt. Einmal die Stahlenergie und wir brauchen keinen Kartentrick. Und die Fanpostadresse werde ich euch mal in die Kommentare verlinken, wenn ihr mir auch was schicken wollt. Müsst ihr natürlich nicht. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Wir haben hier super viele tolle Karten. Auch das Slimog, das schleimige Slimog. Dann einmal Floor Gas, auch eine cooles Artwork. Greedent, ganz gierig, stiehlt er sich die ganzen Bären, Freunde. Dann haben wir hier Master Chief, unsere erste Reverse Rare Karte. Und wir haben, oh mein Gott, wir haben Great Tusk. Great Tusk ist einer meiner absoluten Chase Karten aus dem Set. Schaut euch diese Karte an. Und noch einmal holographisches Paramod, aber das ist ja krass. Ich habe 0 Karten. Cool. Okay, weiter geht's. In diesem Video schreibe ich deinen Namen. Ja, du hast richtig gehört. Es stimmt. Ich weiß, du bist überrascht. Und vielleicht kannst du es nicht glauben. Warte einfach ab und schau, was passiert. Ich werde wirklich deinen Namen schreiben. Bist du bereit für diesen epischen Moment? Los geht's. Ups, wir haben ein Problem. Ich kann dir deinen Namen nicht zeigen, weil alles so verschwommen ist. Ich muss es sauber machen. Aber ich wette, du kannst nicht liken, abonnieren und deine letzten 3 Emojis in die Kommentare schreiben. Bevor ich alles sauber gemacht habe. Hast du es gesehen? Ich habe dir doch gesagt, dass ich deinen Namen schreiben werde. In diesem Video Ich fühle mich jetzt ja ein bisschen reingelegt, muss ich sagen. Aber ok. Muss ich was dazu sagen? Nein. Aber muss ich wirklich was dazu sagen? Das ist das neue Update. In diesem Update gibt es viele Geheimnisse. Und ich werde dir jetzt ein Geheimnis zeigen. Zuerst musst du ein Grundstück mieten und dieses neue Haus hier platzieren. So kommst du in das Haus. Ich bezweifle, dass derjenige, der sich das Video ansieht, den Kanal mit der linken Hand liken und abonnieren kann. Jetzt ist aber hier mal gut. Ja, jetzt ist aber jetzt. Boah, haben wir jetzt hier alle schon abonniert? Haben wir jetzt alle schon Abo-Ock abonniert? Hört, wenn du das es machst, reicht langsam, es reicht. In den Kommentaren. Jetzt gehst du in den nein, Ort machst du und nicht. Und bist du im Lagerraum. Dort wirst du eine kleine Falltür finden. Hier ist der Safe. Und? Findet ihr das nicht irgendwie krass, dass es heutzutage immer noch Jungs gibt, die nicht wissen, dass Mädchen einmal im Jahr ihre Haut abpellen müssen? Es ist für mich leider wieder an der Zeit, meine Haut abzupellen. Meine Haut schält sich also wieder. Ich krieg wieder neue, frische Haut. Und mein Freund wusste bis heute,
heute nicht, dass Mädchen es wirklich einmal im Jahr haben. Ich meine, woher kommt sonst der Begriff, du falsche Schlange? Weil Schlangen pellen sich ja auch ab, so wie Mädchen einmal im Jahr. Bei mir ist es wirklich dringend wieder nötig, das heißt, wir pellen heute zusammen meine Haut ab. Ich fange ganz gerne immer hier oben an der Stirn an. Ah, das sieht zwar jetzt... Mache ich auch immer so einmal im Jahr. Okay, kein Kommentar. Ich bin sehr verwirrt über dieses Video, aber gut. Das war so ja, TikTok, da ist er wieder. Mann. Das neue iPhone 42 Pro Max Ultra Studio RSE. Ja, man, gerade dafür 12 Monate vor dem Apple Store übernachtet. Heftig, aber kam nicht vor 12 Monaten erst das letzte iPhone raus? Ja, das habe ich mir auch geholt und seitdem vor dem Apple Store aufs nächste gewartet. Krass, mach schon auf. Ja, let's go. Da ist ja gar nichts drin. Ja, nachdem Apple erst keine Kopfhörer mehr, dann kein Netzteil und am Ende sogar kein Kabel beigelegt haben, haben sie sich jetzt für die Umwelt dazu entschieden, auch kein iPhone mehr in die Packung zu tun. Wofür hast du dann jetzt 1500 Euro bezahlt? 1500 Euro? Du bist mit den Preisen wohl noch in den 20ern. Das neue iPhone kostet 69.000 Euro. Was? Aber du hast doch gar nichts dafür bekommen. Doch diesen Code. Und nur mit dem kannst du den auf der Apple-Website unter Zubehör das iPhone extra bestellen. Kannst du das actually für mich machen, weil ich muss los. Hä, wohin gehst du denn? Ich will das nächste iPhone in einem Jahr anstellen. Bruh. Boah, du hast das neue iPhone... Es kann wirklich so sein, es kann wirklich so sein, Leute. Sie sind beste Freunde. Ich habe jemanden kennengelernt. Das ist toll. Ich glaube, diesmal ist es was Ernstes. Oh Gott. Aber ihre Gefühle werden stärker. Holly, Steve hat mir einen Antrag gemacht und ich... Oh Gott, das ist Emily in Paris. Ich habe ja gesagt. Was wolltest du sagen? Nichts. Herzlichen Glückwunsch. Tracy, ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Schätzchen. Ich glaube, ich habe mich in Nick verliebt. Ich bin einfach so unfassbar glücklich, wenn ich mit ihm zusammen bin. Du solltest es ihm sagen. Nick! Ich zieh zurück aufs Land. Das ist toll. Warum tust du das nicht? Sie hat gesagt, sie liebt ihn. Ich hab euch belauscht. Nick, sie hat von dir gesprochen. Wirklich? Die Hochzeit. Los, es ist noch nicht zu spät. Möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Heirate ihn nicht. Nick! Willst du meine Frau werden? Ja. Sie sind beste Freunde. Mit seiner kleinen Schwester Brookhaven spielen. Haha, du hast keine Chance zu entkommen, denn ich habe eine Waffe und du nicht. Aber in Brookhaven funktionieren die doch nicht. Was? Na gut, egal, dann fürchte meine Laseraugen. Keine Chance, denn ich habe diesen Spiegel, um deine Laser zu reflektieren. Hä, das ist doch eine Schaufel. Na und, du tust doch auch so, als wärst du ein Mafia-Boss. Du musst die Bombe entschärfen. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird die Explosion alles in Schutt und ab. Mit der Kraft der Leute, die einen Daumen nach oben und einen Daumen auf den Kanal gelassen haben, entlade ich die Batterie des Laptops. Ach Mann, mit dir macht das keinen Spaß, echt. Na gut, wenn du nicht mit mir spielen willst, dann spiele ich halt mit der sprechenden Puppe. Oh, was ist denn mit der schon wieder los? Wenn man mit seiner kleinen Schwester Brookhaven spielt. Haha, du hast keine... Mir sind diese Videos, ich komme nicht hinterher. Mein Gehirn schafft das nicht. Es ist schnell, ne? Es ist so schnell, ich weiß nicht, ob ich zu alt bin oder so. Ja, das auch, das auch. Eieiei. Ei, ei. Okay, Leute, das waren die Shorts für heute. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als lasst ein Abo da und ciao, Kakao. Ciao.